Die Küste Kamtschatkas im sibirischen Osten. Als wir ankommen, ist sie sommerlich grün. Hier in einer der faszinierendsten Landschaften der Welt beginnt unsere Reise. Wo die Vulkane dichter stehen als irgendwo sonst und wo oben im Hochland die Rentiernomaden noch ihre Herden begleiten und mühselig hegen, was die Tiere nicht immer sonderlich mögen. Wo sich unten in den Tälern die Bären und die Lachse begegnen, beide die größten ihrer Art auf dem Kontinent, was besonders die Bären erfreut. Und wo der alte Fischer Nikita seinen Enkelinnen zeigt, wie die Ureinwohner seit Jahrhunderten ihren Fang zerlegen. Großvater, dürfen wir wieder das Herzchen haben? Fragen sie ihn dann. Und er gibt es ihnen, noch bevor er die ersten Filetstreifen zum Trocknen aufhängt. Vor allem die Ältere, die Sascha heißt, freut sich dann über ihr kleines Geschenk. Von ihrem Dorf aus reisen wir südwärts über rauchende Schlote und schwarze Gletscher. Wir stutzen Geweihe mit den Nomaden und nähern uns mit Rangern dem Bärennachwuchs. Wir besuchen Tanzgruppen in der Tundra und Soldaten an der Küste, wo die Taifune wüten und noch immer der Kalte Krieg. Fast 4000 Kilometer vom russischen Osten über die Kurilenkette bis zur japanischen Nordinsel Hokkaido. Nikita Zaporozki wohnt im Küstendorf Kovran. Bald wird er 80 Jahre alt sein. Den Fischkopf heben wir auf für eine leckere Suppe, wenn Gäste kommen, sagt er den Mädchen. Aus dem Rest wird er Trockenfisch machen. So will es die Tradition der Itelmenen, einem der größten Volksstämme der Halbinsel. Es war ein guter Tag mit einem guten Fang. Sind Sie gern Fischer hier, fragen wir. Ich war mein Leben lang Fischer, Jäger und Fischer, sagt er. Als ich es meinen Kindern beigebracht hatte, sind wir immer zusammen fischen gegangen. Das waren schöne Jahre. Heute ist vieles anders geworden. Es sind schwere Zeiten jetzt. Dann macht er Feierabend. Als wir hier angekommen sind, sagen wir, fiel uns auf, dass viele Häuser kaputt sind und es den Bewohnern offenbar nicht sehr gut geht. Was ist mit dem Dorf passiert? Es gab hier lange eine Landwirtschaftskolchose, die hieß der Rote Oktober. In der mussten alle arbeiten. Das war noch unter den Sowjets. Dafür wurden auch Bewohner von anderen Dörfern hierher umgesiedelt. Heute gibt es keine Kolchosen mehr, also auch keine Löhne. Die fehlen uns jetzt. Es
Damals konnten wir einigermaßen leben, jetzt sind wir arm. War das leicht gewesen für die Bewohner, die Dörfer aufzugeben? Das fällt ja keinem leicht. Für wen ist es schon einfach, sein Dorf zu verlassen? Auch für meine Eltern zum Beispiel. Auch die kamen aus anderen Dörfern, aus Sopoti und Moroschka. Ich war der Erste aus meiner ganzen Familie, der hier in Kovran geboren wurde. Zu Nikitas Nachbarn zählen noch eben 250 Menschen. Vor Jahren waren es mehr als doppelt so viele, sagt man uns hier. Selbst im Sommer liegt der Ort abgeschnitten, ohne Straßenverbindung, nur kläglich versorgt von Hubschraubern, die hier manchmal vorbeikommen, wenn das Wetter es zulässt. Gejubelt wird hier nur noch im Fernseher. Die Häuser verfallen, ohne dass es noch Material gibt, um sie auszubessern. Wo einmal Gärten waren, wächst mannshoch das Unkraut. Wir leben im Schlamm, sagen die Dörfler. Dabei wurde ihr Betrieb einst als Millionärskolchose gepriesen. Jahresmilchleistung 5000 Liter pro Kuh, mehr als in jeder anderen Kolchose in Kamtschatka. Eine der Melkerinnen war Raisa, die wir vor ihrem Hauseingang treffen. Ich wurde 1937 geboren, erzählt sie uns. Mein Vater war Rentierzüchter und hatte eine eigene Herde. Dann kamen die Stalinisten, haben ihn enteignet und mitgenommen. Die Tiere gehören jetzt dem Staat, sagten sie. Erst als ich 16 war, kam mein Vater zurück aus dem Arbeitslager. Meine Mutter und uns Geschwister hatten sie erst woanders hingeschickt, dann hier nach Kovran. Von überall wurden damals Leute hergebracht. Dann kam die Privatisierung, danach sind erst die Kühe verschwunden, dann die Direktoren. Warum das so kam, weiß ich auch nicht. Was wussten wir Melkerinnen schon? Ihre Heimatorte noch einmal zu besuchen, sei ihnen immer verboten gewesen, sagt sie. Später hörten wir, sie seien völlig verfallen. Manchmal, vor allem im Frühling, habe ich heute noch Sehnsucht nach meinem alten Dorf, selbst wenn es nun längst kaputt ist. Das ist Kovran ja auch. Dann kommt ihr Sohn mit der nächsten Mahlzeit. Lachs ist die häufigste hier. Danach folgt schon der Wodka. Am nächsten Morgen sind wir mit den Männern zum Fischen verabredet. Ihr Vorarbeiter Oleg, der von einer Fischfabrik im Süden bezahlt wird, nimmt uns in seinem Betriebsauto mit. Unterdessen wächst unsere Sorge, ob uns denn hier jemals wieder ein Hubschrauber abholt. Von ihrem Boot aus spannen die Männer ein Netz durch den Kovran-Fluss, das sie nun in Richtung der Mündung ziehen. Helfer scheuchen die Fische auf, so fangen sie die Lachse, die aus dem Meer in den Fluss hineindrängen. Eine mühsame Arbeit, die nur gelingt, wenn alle mit anpacken. Auch der alte Nikita ist mit dabei, begleitet von den beiden Mädchen. Ihren Fang dürfen die Männer zur Hälfte unter sich aufteilen. Die andere Hälfte muss Oleg bei der Fischfabrik abliefern. Am Ende schließen sie den Kreis und ziehen ihre zappelnde Beute ans Ufer. Nur ein mäßiger Fang ist es heute. Die Lachsart, für die Olegs Leute eine staatliche Fanglizenz haben, kommt in diesen Wochen nicht mehr so reichhaltig vor. Und auch eine der Kleinen hat Pech. Ihr neuer Teddy ist nass geworden.
Nach 3 Stunden Arbeit sortiert Nikita den Beifang aus und schenkt ein paar Plattfischen die Freiheit wieder. Die anderen Männer machen erst einmal Pause. Dann zeigt uns einer von ihnen, wie die Itelmenen ihren Fang feiern. Der Knorpelstreifen, der sich vom Lachsschädel an über den Rücken ziehe, sei das Beste am Fisch, schwärmt er uns vor. Und kaut sich daran entlang. Schade, sagt er uns dann, dass ihr nicht früher gekommen seid. Da strotzte der Fluss noch vor Fischen. Da werfen wir dann gar keine Netze mehr rein. Wir stellen nur noch Fangzäune auf, quer durch das Wasser. Da sind riesige Säcke dran, die sich dann ganz von alleine füllen. Die Säcke muss man dann nur aus dem Fluss holen und ausleeren. Die Container da hinten, die sind dann alle voller Fische. Die laden wir auf einen Laster und das war's. Unser Appetit auf Fisch hat inzwischen etwas gelitten. Aber er lobt ihn weiter als Delikatesse. Danach machen sich die Fischer auf die Suche nach jenen Innereien, die auch anderswo als Delikatesse gelten, dem Kaviar. Ob ein Lachs Eier in sich trage oder nicht, könne man ihm von außen nicht ansehen, sagen sie. Aber die kaviarhaltigen Fische oder der Kaviar allein brächten natürlich mehr Geld. Doch als wir fragen, was damit nun passiert, werden sie wortkarg. Bis uns Oleg erklärt, dass viele der Fischer im Dorf die Kaviarschmuggler beliefern. Wissen Sie, die Arbeitslosigkeit hier ist sehr hoch. Mindestens doppelt oder dreimal so hoch wie die offiziellen Zahlen, die die Regierung nennt. Also weit über 50%. Die Regierung kann uns entweder nicht mehr helfen oder sie will es nicht, weil sie nichts davon hat. Vielleicht hat sie auf diese Region auch gepfiffen. Oder sie steckt sogar selbst hinter der Kaviar-Mafia, was traurig wäre. Jedenfalls ist es kein Geheimnis, dass jeder hier trotz des Verbotes leicht auch illegale Abnehmer beliefern kann. Auch seine Leute verschieben so Kaviar, räumt Oleg ein. Die Mafia, so erfahren wir später, hole die Ware mit eigenen Hubschraubern ab, bezahlt werde in Rubel oder in Wodka. Selbst die Dorfkinder müssten dann mithelfen und gingen nicht einmal mehr zur Schule. Was sollen wir machen, sagen die Fischer. Unsere legalen Jahresfangquoten reichen uns kaum zum Überleben. Und der Lohn dafür kommt auch nur jeden zweiten oder dritten Monat. Dann aber wollen sie nicht mehr über Probleme reden, sondern uns zeigen, was Kovran über seine Dorfgrenze hinaus bekannt gemacht hat. Die Tanzgruppe und ihre traditionellen Kostüme und Gesänge. Sogar in Moskau und im Ausland sind sie schon aufgetreten, mit Liedern, die von ihrer Heimat handeln und vom Fischen, die sie von ihren Vorfahren lernten oder sich hier draußen sogar manchmal neu ausdenken, sagen sie.
Was mögen Sie eigentlich lieber, tanzen oder fischen, fragen wir, während die Mücken uns schon alle fast auffressen. Beides, fischen und tanzen, sagt er. Es ergänzt sich ja. Wenn ich kein Fischer wäre, könnte ich auch nicht so tanzen. Natürlich tanze ich lieber. Ich mag es einfach. Ich kann gar nicht sagen, warum, meint sie, etwas verlegen. Ich mag auch beides, weil man beim Fischen im Fluss auch immer den Fischen zusieht und ihre Bewegungen beobachtet. Daraus kann man sehr gut neue Tänze entwickeln. Tatsächlich denken wir uns immer wieder etwas Neues aus und ahmen auch die Fische dabei nach. Die Bewegung der Flossen und der Körper. Dazu bauen wir dann auch mal die Schreie der Möwen in einen Tanz ein. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Kultur bewahren und sie anderen zeigen, sagt er am Ende. Denn die Tänze, der Schmuck und die Lieder gehörten nun einmal zur Kultur von Kamtschatka. Kovran wird uns als widersprüchlichster Ort unserer Reise in Erinnerung bleiben, der einerseits in Trübsal und Armut versinkt, andererseits aber ein Ensemble von Tänzern hervorbringt, das um die halbe Welt reist. Als wieder ein Hubschrauber kommt, brechen sie mit uns auf. Wir fragen sie noch, wie es ist, wenn sie nach ihren Ausflügen hierher zurückkommen. Wir würden nie tauschen, sagen sie da. So sei das halt mit der Heimat. Man habe sie nur einmal. Als wir sie abgesetzt haben, führt unser Weg nach Osten weiter. Auch die Piloten blicken nun sorgenvoll auf das Wetter. Gelegentlich zwingen uns Wolken hier sogar zu Notlandungen, sagen sie. Dann müssen wir warten, bis die Sicht wieder aufklart, auch wenn es Tage dauert. Doch wir haben Glück und erreichen unser Zwischenziel Klutschi, auf dem Weg durchs Landesinnere nach Esso. Klutschi und den Klutschew-Vulkan. Mit fast 5000 Metern Höhe bis zum rauchenden Schlot ist er der mächtigste Vulkan des Kontinents, umgeben von Wolken und Nachbargipfeln. In den Senken dazwischen blicken wir auf Gletscher, die noch schwarz bedeckt sind von der Asche des letzten Ausbruchs. Willkommen in der aktivsten Vulkanlandschaft der Welt, sagt uns der Wissenschaftler, der nun mit an Bord ist, zusammen mit einer Gruppe Studenten. Selbst wenn die Sommersonne die schwarze Asche erhitzt, bringt sie den Gletscher nicht zum Schmelzen, lernen wir. Denn die Schicht ist so dick, dass sie das Eis isoliert. In der Nähe eines Forschercamps peilt unser Helikopter den Landeplatz an, um die Gruppe hier abzuliefern. Unter den jungen Wissenschaftlern sind sowohl Russen als auch Amerikaner. Beäugt von den Tieren, die sich hier oben wohlfühlen, werden sie 10 Tage lang Gesteinsproben nehmen. Der letzte Ausbruch, der zwischen den Nachbargipfeln einen eigenwilligen Krater gerissen hat, liegt erst ein paar Monate zurück. Explosions to stratosphere.
Die Explosionen reichten damals bis in die Stratosphäre hinauf, also bis in etwa 14.000 Meter Höhe. Der Ascheschlamm floss bis weit in die Flusstäler hinunter. Dann zeigt er uns zwei Klohäuschen, die neueste Errungenschaft der Forschergemeinde, und die völlig zerfurchte Ausbruchstelle des Berges. Insgesamt einen Kubikkilometer Felsen und Erdmasse habe der Vulkan in den Himmel geschleudert. Jetzt eine Landschaft wie auf dem Mond, aus der nun wieder neue, kleinere Vulkankegel wachsen. Danach bringt uns der Pilot nach Klutschi hinunter. Auf der Holzbrücke, die uns in den Ort führen sollte, treffen wir nur einen einsamen Angler. Für den Straßenverkehr, sagt er, sei sie seit langem gesperrt. Einst wurden hier Baumstämme verarbeitet, die der Fluss herantrieb. Doch auch das Sägewerk brach mit der Sowjetwirtschaft zusammen, so wie der ganze Hafen. Was macht das denn für unser Eins für einen Unterschied, lacht er. Wir kriegen ja Rente und die ist jetzt überall gleich niedrig. Aber die schlimmste Zeit ist immerhin vorbei. Wissen Sie, wann das war? Während der Perestroika war das. Da ging alles zu schnell mit der Marktwirtschaft. Damals ging es uns sehr schlecht. Jetzt kann man hier in den Läden alles kaufen. Man braucht nur Geld. Damals haben wir nur vom Angeln gelebt und von den Kartoffeln aus dem Garten und den Mohrrüben. Ja, vor allem von den Mohrrüben. Im Ort erwarten uns ein russischer Fahrer und ein russisches Auto. Denn ab hier gibt es eine Schotterstraße nach Süden. Lange hat Moskau jeden, der sich hier durchschlug, noch mit Lohnzulagen versorgt. Kaum etwas davon wird noch gezahlt. Nur der Status der Halbinsel als grenznahes Sperrgebiet wurde aufgehoben. Seitdem dürfen auch Fremde hier reisen. Vor allem ins Landesinnere, das auch wir nun anpeilen. Oder wie man hier sagt, in die Schweiz von Kamtschatka. Wagen und Fahrer haben wir von der örtlichen Verwaltung angemietet. Andere Anbieter gibt es nicht. Normalerweise kutschiert er darin bessere Behördenmitarbeiter hin und her. Nun fährt er uns. Er heißt Alexander, seine Vorfahren stammen aus dem Kaukasus und er schwört auf sein Auto. Auch wenn ich mir manchmal etwas mehr Komfort wünschen würde, gesteht er uns. Хорошая машина, только комфорта бы побольше. Guter russischer Wagen, sagt er. Nur wird man darin sehr schnell müde. Was heißt denn dann gut, fragen wir. Na, man kommt damit überall durch, sogar durch Morast. Die Kiste lässt sich kaum unterkriegen. Und weil sowieso nichts Unnötiges dran ist, braucht man nie Angst zu haben, dass etwas abfallen könnte. Auch von der Gegend weiß er zu schwärmen. Inzwischen kämen Menschen aus ganz Russland hierher, um sich zu erholen. Weil es hier sehr ruhig ist, sagt er. Hier wird nicht so viel geschossen. Es ist lang nicht so schlimm wie im Rest des Landes. Man sieht es ja immer im Fernsehen, was allein in Moskau passiert. Kurz vor unserem nächsten Ziel halten wir auf dem Gelände eines Kinderheims an, von dem wir gehört haben.
Als sie zum Essen ins Nachbarhaus gehen, singen sie ihr Lebensmotto, das die Betreuerinnen sie gelehrt haben. 1, 2, 3, 4, wir sind stolz, nie geben wir auf, wir schaffen es. Die meisten sind Waisenkinder aus Erdbebengebieten und sie haben zwei außergewöhnliche Haustiere. Lida, eines der Mädchen, stellt sie uns vor. Auch sie sind Waisen. Das Muttertier wurde vor 2 Jahren von Wächtern erschossen, als es sich dem Heim genähert hatte. Erst danach entdeckten sie die Jungen. Die sind auch schon mal ausgebrochen, sagt uns Lida. Und, hattest du Angst? Nein, wir mussten ja alle ins Haus. Und was fressen sie? Gras, sagt sie, und alles, was bei uns so vom Essen übrig bleibt. Um sie wieder zurückzulocken, stellte die Heimleiterin damals eine Schüssel mit Dosenmilch in den Käfig. Dann gingen sie wieder hinein, sagt Lida. Doch inzwischen ist klar, dass sie als Haustiere zu gefährlich geworden sind. Deshalb ist die Chefin ratlos. Sie haben sich zwar an uns Menschen gewöhnt. Wenn sie draußen waren, badeten sie immer in dem kleinen See da drüben und gingen dann tatsächlich wieder in den Käfig zurück. Aber jetzt lassen wir sie nicht mehr heraus, auch wenn sie noch nie jemandem Schaden zugefügt haben. Was würde mit ihnen in Freiheit passieren? Da würden sie sterben. Sie würden nicht mehr zurechtkommen, sagen uns die Ranger. Das sind Tiere, die nie das Jagen gelernt haben. Die würden in der Wildnis zugrunde gehen. So wird ihr nächster Ausbruch wohl auch ihr Ende sein, sagt uns die Heimchefin später. Nicht mal ein Zirkus würde sie ihnen noch abnehmen, denn auch dafür seien sie nun schon zu groß. Eine knappe Fahrstunde weiter dann der Ort Esso, ein rustikales Idyll. Sogar mit Badegästen. Der Wohlstand des Ortes speist sich aus heißen vulkanischen Quellen, die auch das Schwimmbad auffüllen. Derzeit der beliebteste Treffpunkt. Doch auch die Bewohner selbst sind inzwischen bekannt für Tatkraft, Wachstum und Vorwärtsstreben. Zum Ortsjubiläum, der Bezirk Esso wird gerade 80 Jahre alt, zimmern die Arbeiter ein neues Sonnendeck. Es geht hier richtig voran, sagen sie. Seit Jahrzehnten ist nicht mehr so viel gebaut worden. Sogar Hotels wird es bald geben. Woher kommt ihr? Aus Deutschland? Hier kommen jedes Jahr mehr Urlauber her, auch aus dem Ausland. Die müssen ja unterkommen. Ja, ja, strahlt er. Das ist schon gut so. Unsere Gastgeberin lernen wir am örtlichen Hubschrauberlandeplatz kennen, den sie im Nebenberuf managt. Manche sprechen hier schon liebevoll vom blauen Flughafentower und vom bewachten Gate Nummer 1. Wir hätten viel gehört von der Boomtown Esso, sagen wir. Willkommen, lächelt sie da nur, in der kamtschadalischen Schweiz. Dann quartiert sie uns in dem Gästehaus ein, das sie hier mit ihrem Mann zusammen betreibt, und zeigt uns, wo die Quellrohre des Dorfes aus der Tiefe kommen. Которая пробурена в недра земли 400 метров.
Aus 10 solcher Bohrlöcher werden hier alle Wohnhäuser beheizt und mit Warmwasser versorgt, sagt sie. Das Leitungssystem verlaufe kreuz und quer durch den ganzen Ort. Dann folgen wir der Rohrleitung bis aufs nächste Grundstück, wo uns der Nachbar gleich seine Gärtnererfolge vorführt. Kommt rein, kommt rein, sagt er stolz und zeigt auf hochgewachsene Tomatenstauden. Alles hier wird von unten her mit Thermalwasser beheizt, auf der ganzen Fläche des Gartenhauses. Deshalb wachsen die Tomaten so gut. Schaut mal, wie groß die sind. Und jetzt pass auf, Überraschung, probier ruhig einmal. Wird ja ein trockener Weißwein. Ja, da fehlt etwas Sonne. Draußen sprießt Gemüse, aber schon im August kommt der Nachtfrost. Da muss alles geerntet sein, auch die Blumen, sagt er. Blumen für die Seele. Unsere Hütte ist vermietet bis unters Dach. Pro Zimmer 4 Leute. Geduscht und gegessen wird umschichtig. Diese Arbeit für unsere Gäste gefällt mir, denn so treffe ich immer neue Menschen, sagt sie. Jeder von ihnen ist anders. Das ist zwar manchmal anstrengend, aber ich kann heute, glaube ich, sagen, dass ich schon Freunde in aller Welt habe. Ihr Mann ist ein schweigsamer Jäger und die meiste Zeit im Wald. Ergänzt dich das gut, frage ich. Ich bin ja eher der explodierende Vulkan. Er ist mein Zufluchtsort. An seiner Schulter kann ich mich dann immer mal ausheulen. Das könnte nicht besser passen. Dann auf dem Fest zum Bezirksjubiläum sehen wir die Tanzgruppe aus Kovran wieder. Es gibt Fischsuppe aus Riesentöpfen. Die Familien haben Verwandte aus ganz Kamtschatka eingeladen. Eine Stimmung wie anderswo auf der Kirmes. Sogar der Mann von der Miliz ist halbwegs gut aufgelegt und die Tanzenden sowieso. Denn auch hier spielen sie den Menschen das Leben in ihrer Heimat vor. Samt der Fische, der Seevögel, die einander erobern und unterwerfen, und dem Möwengeschrei über der Küste. Am nächsten Morgen starten wir südostwärts, zuerst zu einem Abstecher ins Hochland, um später Kurs auf die Hauptstadt Petropawlowsk zu nehmen. Im Gebirge halten wir Ausschau nach Rentiernomaden, die hier mit ihren Herden umherziehen, denn auch sie wollen wir besuchen. Der Tiere ist die im Kreis laufende Herde stark, eine der letzten, die es auf der Halbinsel noch gibt.
Die Nomaden gehören dem Volksstamm der Ewenen an, die vor Jahrhunderten von der sibirischen Tundra her eingewandert sind. Wir sind ein fröhliches Volk, scherzen sie. Wer im Leben so wenig zu lachen hat, den muss die Natur ja mit Humor ausstatten. Nur ein paar Tage lassen sie die Herde hier weiden, dann ziehen sie weiter. Die Tiere sind dankbar, lacht ihr Chef Andrian. Sie fressen alles, was grün ist. Das Gewehr hat er bei sich, weil hier auch Bären herumstreunen. Trotzdem versuchen wir keinen von ihnen zu erschießen, sagen die Männer, sondern sie nur zu vertreiben. Und wenn doch, Bärenfell gibt gute Schuhe. Im letzten Monat haben die Bären einige Tiere gerissen, 8 Stück waren es. Im Frühjahr waren es noch mehr, denn da jagen sie unsere Jungtiere, die noch nicht so schnell laufen können. Dann müssen sie arbeiten. So 2-3 Stunden, sagen sie, aber wir könnten gern zusehen. Immer wieder treiben sie nun die Herde auseinander, um jene Tiere einzufangen, deren Geweihe ihnen zu groß erscheinen. Das gelingt meistens erst nach einigen Versuchen. Und es ist auch nicht ungefährlich. Zwar tragen die Jüngeren noch Bast ums Geweih, aber an den scharfen Spitzen der älteren Tiere, die Andrian nun in den Blick nimmt, haben sich schon manche der Männer verletzt. Nach einigen Fehlwürfen erwischen sie den ersten Bullen. Er ist kräftig und widerspenstig. Erst wenn die Männer bis zum Geweih vordringen, können sie versuchen, dieses als Hebel zu benutzen, um ihn am Ende zu Boden zu zwingen. Selbst hierbei beweisen sie noch Humor. Viel öfter als sie fluchen, hören wir vereintes Gelächter. Dann, als das Tier sich in mehreren Seilen verfangen hat und müde wird, sind Andrian und seine Helfer im Vorteil. Und die eigentliche Arbeit kann bald beginnen. Auch wenn das Tier nun völlig verängstigt ist, weh tut ihm das nicht. Von der mächtigen Krone mit über 30 Geweihspitzen allerdings werden die Nomaden nur noch kurze Stummel übrig lassen, bevor der Gestutzte in die Herde zurück darf. Ein prüfender Blick nach möglichen Hufkrankheiten, ein letztes Ansetzen der Säge am verbliebenen Geäst, dann hat er es überstanden. Vor allem während der Brunft verletzen sich die Tiere mit den scharfen Geweihen oft gegenseitig, erklären uns die Männer, deshalb die Sägearbeiten. Auch die Schlachttiere fangen sie so. Einmal im Jahr verkaufen sie dann Fleisch an die Dörfer, besorgen sich Vorräte, zahlen Steuern und legen Geld weg für das Alter.
Ich habe erst spät gelernt, das Lasso zu werfen, sagt Andrian. Ich konnte das noch nie, ich habe viel zu viel Angst, kokettiert der Nebenmann. Ach, du bist nur zu faul. Früher warst du auch mutiger. Doch jenseits der Späße lasten Sorgen auf den Nomaden. Dem Stamm fehlte eine ganze Generation, die die Sowjets einst in Armee und Arbeitslager gezwungen haben. Tatsächlich ist er einer der wenigen Alten, die als Rentierzüchter überlebt haben. Er ist unser ganzer Stolz, lobt ihn Andrian. Er könne sogar noch Ewenisch schreiben. Ja, das stimmt. Das habe ich von meinem Onkel gelernt. Meine Eltern haben damals nicht als Nomaden arbeiten dürfen. Aber mein Großvater, der zog auch schon mit den Rentieren umher. Während sich die Männer dann weiter um die Tiere kümmern, bereitet Köchin Victoria das Abendessen. Rentierfleisch mit Reis wird es heute sein. Mit jenen Lebensmitteln, die die Nomaden säckeweise aus den Dörfern besorgen, muss sie sparsam umgehen, denn Gelegenheiten zum Einkaufen sind selten. Auf Victoria ruhen große Hoffnungen. Sie ist Praktikantin hier und besucht für mehrere Wochen im Jahr eine Art Nomadenschule im nächsten Dorf. 12 junge Leute sollen dort lernen, wie man Rentiere züchtet und ein Camp organisiert, um so als neue Nomadengeneration heranzuwachsen. Wie war das hier anfangs als Nachwuchskraft, fragen wir. Ich habe schon mehrere Praktika gemacht. Es war nie ein Problem, sagt sie. Im Herbst kommen noch mehr Schüler. Es ist eine Ausbildung. Ob daraus auch ein Beruf wird, muss ich dann mal sehen. Wie denn der Alltag so sei, allein bei lauter Männern. Das ist völlig normal. Am Anfang war ich vielleicht ein wenig verlegen, aber das war gar nicht nötig. Ob das Volk der Ewenen überlebt, ist nicht sicher. Ewenen sind Nomaden, also gibt es ohne Nomaden auch keine Ewenen mehr, sagen sie. Insofern seien sie sogar Patrioten. Dabei gehen ihre Familien, so sie welche haben, in den Dörfern längst andere Wege. Als der Abend schon dämmert, kehrt die Herde, langsam und müde, vom Trinken am Bach zurück. Dann endet der Arbeitstag und Victoria füllt im Kochzelt die Reisschüsseln auf. Einmal mehr machen Scherze die Runde über Rentiere, die sich angeblich beim Schlafen umarmen. Wir bedanken uns für die Einladung und bei Victoria für das Essen. Am Ende fragen wir unsere Gastgeber, ob sie denn schon mal aus den Zelten kamen und die Herde war weg. Ja, das kommt vor, sagt Andrian. Und was macht ihr dann? Dann rufen wir alle aufgeregt, wo ist bloß die Herde? Und laufen wild auseinander, um sie zu suchen.
Am Morgen ist es dann eher der Hubschrauber, der die Herde in seiner Wolke den Hang hinauftreibt. Der Hubschrauber, der uns wieder abholt. Er bringt uns zurück zur Schotterpiste und zu Alexander, unserem Fahrer. Gleich mehrmals überqueren wir den Kamtschatka-Fluss auf einer Route, die immer nur geradeaus führt. An der einzigen Raststätte der Strecke stoppen wir, um uns mit einer warmen, landesüblichen Mahlzeit zu versorgen. Ich habe Teigtaschen mit Kartoffeln, mit Wurst, Weißkohl, Lauch oder Äpfeln. Außerdem gibt es noch welche mit Quark, sagt unsere Verkäuferin. Dann löst sie all die Schnüre, Steppdecken und Kissen, die sie um ihre Ware gepackt hat, damit sie auch schön warm bleibt, und holt unsere Bestellung aus der Tiefe hervor. 7 Kiraschki, ein jedes mit anderer Füllung. Backen Sie die alle selber, fragen wir. Ja, die sind alle selbst gemacht, alle Sorten. Und dazu koche ich daheim natürlich noch das Essen für die Familie, lacht sie, jeden Tag. Hier an der Straße verdienen sich so einige Landfrauen das Einkommen für ihre Familien. Ihre Männer hätten keine Arbeit mehr, sagen sie, seit auch hier die Kolchosen zusammenbrachen. Die Kisten haben sie einfach auf die Räder von Kinderwagen montiert. Das Geschäft hänge vom Wetter ab. Und natürlich davon, was die Kunden mögen. Nicht jeder kauft ja bei mir. Jede von uns hat ein anderes Kochrezept. Der eine mag lieber dies, der andere das. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte. 280 Rubel, etwa 1 Euro pro Stück. Guten Appetit, auf Wiedersehen. Danach fallen uns Alexanders Damenstrümpfe auf, die er in seinen Latschen trägt. Ist das Arbeitskleidung oder persönliche Vorliebe, fragen wir ihn. Die gab mir meine Frau, damit meine Zehen nicht so staubig werden, sagt er. Und wie weit gehen die rauf? Nein, nicht bis zur Hüfte, nur bis zum Knöchel. Für den Sommer hat sie mir die geliehen. Es war ihre Idee, funktioniert tadellos. Dann wird die Straße besser. Wir nähern uns der Hauptstadt, wo wir uns zunächst eher wie in Japan oder Korea vorkommen. Denn fast alle Autos der Stadt sind von dort importierte Gebrauchtkutschen. Selbst die Busse tragen noch die Schriftzüge ihrer alten Verkehrslinie. Dazwischen auch hier das Erbe der Sowjetzeit. Die meisten Mädchen der Stadt wollen früh Model werden, doch eher werden sie früh Mutter. Selbst sie, die Hauptstädter, fühlen sich abgeschnitten vom Kontinent, beklagen, dass Moskau sie vernachlässige. Dabei ist die Bucht vor Petropawlowsk noch immer einer der wichtigsten russischen Militärstützpunkte. Die Schiffe des Grenzschutzes liegen hier und in versteckten Geheimhäfen sogar die Atom-U-Boot-Flotte. Doch alle Drehzusagen der Moskauer Ministerien, die wir dafür in der Tasche haben, lehnt eine noch mächtigere Instanz immer wieder ab: der Geheimdienst. Selbst vereinbarte Gespräche mit Marinesoldaten werden uns am Ende verboten. Dabei sind ihre Sorgen bekannt, seit die letzten Unfälle russischer Militärschiffe weltweit Schlagzeilen machten.
Etwa die Tragödie des Atom-U-Bootes Kursk mit über 100 Toten oder die knappe Rettung der Besatzung eines kleinen U-Boots namens Pris, nur 80 Seemeilen von hier. Um zu erfahren, wie es den jungen Matrosen hier geht, wählen wir einen Umweg. Über die orthodoxen Priester, bei denen gelegentlich auch Soldaten ihre Sorgen abladen. Draußen am Rande der Stadt, in einem umgebauten früheren Kinosaal, besuchen wir eine Morgenmesse. Manche der Kirchgänger haben für die Seelsorger sogar zu Papier gebracht, was sie bedrückt. Während die Chorfrauen singen, erhalten sie dann geflüsterten Trost. Und den göttlichen Segen nach ihrer Beichte. Dann empfängt uns der Bischof, der einzige Bordpriester der Atom-U-Boot-Flotte. Dieses Foto zeige die Tomsk, sagt er, eines der größten U-Boote Russlands. Mit der sei er zuletzt wochenlang im sibirischen Eismeer unterwegs gewesen. Auch für ihn sei an Bord vieles geheim geblieben. Den größten Teil des U-Bootes habe er gar nicht betreten dürfen. Aber auf dieser Fahrt unter dem Eispanzer der Nordroute, weit jenseits von Kamtschatka, da habe er alles nachempfinden können, was jeden Matrosen beschäftige. Ich habe gesehen, sagt er, auf welche Hilfe sie angewiesen sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es der Besatzung auf einem deutschen Unterseeboot geht oder auf einem amerikanischen. Aber ich kann Ihnen sagen, unsere russischen U-Boot-Matrosen haben tatsächlich zuallererst psychologischen Beistand nötig, den Beistand eines Seelsorgers. Ich kann Ihnen das auf dreifache Weise belegen. Ich habe beispielsweise dort alle Matrosen getauft, die noch nicht getauft waren, und das nicht etwa auf meinen, sondern allein auf deren Wunsch hin. Zudem habe ich für sie an Bord immer wieder Messen abhalten müssen. Und das Wichtigste, wonach sie verlangt haben, waren Beichten. Denn erst nach der Beichte ist die Seele gereinigt. Die Gründe dafür seien klar. All diese Soldaten, sagt er, rechnen mit dem Tod und denken ans Sterben. Und wollen dafür mit sich im Reinen sein. Und sie sind ja wirklich in Lebensgefahr. Nicht nur wegen ihrer militärischen Aufträge, allein schon, weil sie so lange unter Wasser und Eis sind. Wir wissen doch alle, dass es Unfälle gegeben hat, auch amerikanische. Die Tragödie der Kursk ist uns allen ja noch im Gedächtnis. Und glauben Sie mir, sie ist nur eine von vielen. Auch Sergei und Dimitri erinnern sich nicht sonderlich gern an ihre Militärzeit, unsere letzte Hauptstadtverabredung. Zum Ende der ersten Reisehälfte zeigen sie uns, wie ein kamtschadalischer Hinterhofblues klingt. Auf E-Gitarre und Computer, selbst verkabelt, mit allem, was es hier inzwischen so gibt. Und selbst komponiert.
Sergei studiert an der Hochschule Englisch. Dimitri nennt sich Informatiker in Selbstausbildung. Am Schluss des Stückes feilen sie noch. Was bedeutet euch Musik? Ist das nur Spaß oder mehr? Ach, das fing vielleicht sogar nur damit an, dass ich halt eine Gitarre hatte. Weiß auch nicht. Aber ich mag harte Musik lieber als Rap oder Jazz oder sonst was. Das war schon vor 10 Jahren, als wir uns zum ersten Mal so zusammengesetzt haben und zu tüfteln anfingen. Das entstand wie aus dem Nichts. Dann frage ich nach ihrer Armeezeit. Die Armee ist nicht unser Ding, sagen die beiden, auch mit Blick auf die Brutalität, die dort herrscht. Das ist eine Organisation, die man besser meidet. Außerdem funktioniert dort absolut nichts, nicht mal die physikalischen Gesetze. Später dann gehen sie hinunter Richtung Strand, wo am Abend noch eine Party sein soll. Und wo sich an den wenigen lauschigen Sommertagen von Petropawlowsk sowieso alle treffen. Die Alten und die Jungen, die Einsamen und die Familien. Das Kamtschatka der Vergangenheit und das von morgen. Von hier aus werden wir bald zur zweiten Reisehälfte aufbrechen, immer weiter Richtung Südwesten. Dann wird es schon winterlich sein bis in die Ebenen hinab. Und sowohl das Wetter als auch der Kalte Krieg, der hier immer noch lebt, werden uns das Reisen erschweren. Über die Südspitze Kamtschatkas und die Kurileninseln, dann wegen des Grenzstreits auf Umwegen nach Japan hinüber und quer durch Hokkaido. Und wieder werden wir auf spektakuläre Vulkane treffen, in deren Krater Hitze und Eis miteinander ringen, ohne dass einer gewinnt. Entlang prallvoller Flüsse werden wir mit Rangern die Lachse verfolgen, bis sie ihr Paradies mit jenen teilen müssen, die sich jetzt an ihnen Fett fressen für den Winterschlaf. Auf unserer Abenteuerroute, die uns durch das Niemandsland zwischen Sibirien und Japan führt. Dorthin, wo die schönsten Berge der Welt aus dem Meer wachsen und zugleich die Unterwelt brodelt. Und wo hinter Taifunstürmen der letzte Häuptling der japanischen Ureinwohner auf uns wartet, um uns wie viele andere seine Geschichte zu erzählen.